Einen schönen guten Abend und eine Frage zum heutigen Bundesliga-Topspiel. Was ist grün und duftet dezent nach Fisch? Es ist dieses wunderbare T-Shirt von den Milwaukee Bucks, meines Lieblings-NBA-Teams, das ich gestern getragen habe, als ich mir einen Lachs gebraten habe. Und damit zum Fußball. Was ist weiß und riecht nach anständiger, gelungener Generalprobe fürs Champions League Highlight gegen Napoli? Das ist genau die SGE. Aber sind wir mal ehrlich, das war jetzt kein Kracher heute Abend, oder? Nichts, was einen irgendwie unruhig zu Bett gehen lassen würde. Ganz im Gegenteil, es war über weite Strecken dann doch lange langweilig, vor allen Dingen in einer ersten Hälfte, eigentlich auch in der zweiten. Ich habe jetzt jedenfalls keine überragende Eintracht gesehen. Ich habe vor allen Dingen ein unfassbar schlechtes Werder Bremen gesehen. Ich glaube, so schlecht waren die tatsächlich noch nie in dieser Saison. Kann der Eintracht natürlich auch sehr gelegen kommen. Und es war so ein ganz anderes Spiel als das Ding in der Hinrunde da, dieses Wildwest 4 zu 3 im Weserstadion. Aber von daher, vielleicht ja ganz gut. Stichwort Kräfte schonen für die Königsklasse unter der Woche. Wie seht ihr das Ganze? Seid ihr entspannt? Seid ihr zufrieden? Schreibt es bitte in die Kommentare und teilt eure Meinung hier mit der großartigen, geilen und gut aussehenden Fußball 2000 Community. Also lange schwache Eintracht, allerdings ein noch schwächerer SV Werder Bremen. Und natürlich zwei Tore zum absolut perfekten Zeitpunkt, zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt. Das war tatsächlich, glaube ich, auch mit Spiel entscheidend. Ansonsten war es tatsächlich, ja, stabil in jeglicher Hinsicht. Ruhende Bälle, heute hinten mal kein großes Thema, dafür vorne, so beim Führungstreffer, gerne mehr davon, lieber Philipp Max. Stichwort Philipp Max, mein persönlicher Man of the Match, auch Ansgar Knauf, fand ich gut, auf rechts, auch Jakic in der Zentrale. Sehr physisch, sehr präsent, sehr giftig, sehr gallig, also genau das, was wir uns erwartet haben, von daher. Thumbs up, OG, für deine beiden Neuerungen in der Startelf. Aber wer ist euer Man of the Match? Schreibt es bitte in die Kommentare. Ansonsten ist es und bleibt es aber so, dass mich dieses Eintracht-Jahr noch nicht so richtig catcht. Irgendwie fehlt so ein bisschen Zielstrebigkeit, fehlt der letzte Punch, fehlt oft auch die richtige Entscheidung, wenn Situationen ausgespielt wurden. Auch in der ersten Hälfte gab es da ein, zwei Situationen, wo man sich denkt, mein Lieber, da muss man doch mal mehr draus machen. Kamada, Lindström und so weiter. Also so ein Hauch Seriosität, Zielstrebigkeit fehlt mir und man muss ja auch immer ein bisschen was zu meckern haben. Ne? Schreibt mir in die Kommentare, warum ihr heute nichts zu meckern habt oder warum trotzdem und vor allen Dingen sagt uns, worüber wir am Montag reden sollen. Dann sind wir alle beisammen und wir haben ganz viel Zeit, denn wir gehen zum Friseur. Sollen wir eher nochmal zurückblicken auf Bremen? Sollen wir eher den Blick vorauswerfen auf Napoli? Wir haben auf jeden Fall geile Insider-Informationen beim Friseur für euch von und über die SSC Napoli. Ansonsten, ja, kann ich nur sagen, der OFC fährt nur nach Baunatal. Das ist, glaube ich, das, was hängen bleibt am Ende dieses Wochenendes. Ja, lasst uns ein Like da und ansonsten freuen wir uns auf Montag, wenn wir uns alle zusammen sehen. Singt ein paar Lieder, nehmt ein paar Getränke noch euch zur Brust und wir freuen uns auf Montag in der großen Runde. Montag 18 Uhr, Fußball 2000. Ihr wisst es, ihr wisst es, ihr wisst es. Und wenn ihr es noch nicht wisst, dann wisst ihr es jetzt und sagt es allen, die es ebenfalls wissen wollen. Und lasst ein bisschen Freude da in den Kommentaren. Wir sehen uns am Montag, ihr Hasen. Ich freue mich sehr und die anderen auch. Bis dann. Küsschen. Das Problem ist, Leute, ich konnte mich nicht mal mit mir selber einigen. Die Frage ist, was machen wir jetzt? Habe ich auch noch einen? Thomas Zampach. Ja, wir müssen jetzt mal wieder ein bisschen Struktur hier reinbringen, Boys. Jetzt wird's Vogelwild, Freunde. Okay, Leute. Hat leider nur ein Jahr in Frankfurt gespielt. Ich weiß, wen du meinst, aber ich weiß, wen einer. du meinst. Trainermäßig ist jetzt hier nicht unbedingt die Crème de la Crème immer gewesen.